So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Stellt euch vor, ihr habt das nagelneue iPad Pro 12,9 Zoll euch gekauft oder bestellt und ihr habt diesen wunderbaren, schönen, teuren Pencil für 135 Euro auch noch bestellt, den Pencil 2. Ne? Das ist ja der schönere, der ist ja nicht hier mit diesem silbernen Ding und so weiter. Der kommt hier in dieser wunderbaren Verpackung. Die ist wahrscheinlich schon 35 Euro wert oder 100 vielleicht sogar, diese Verpackung, und deswegen ist denn der Stift auch so teuer, nehme ich mal an. So, jetzt haben wir diese beiden wunderbaren Geräte und ich stecke einfach nur, da steht in der Beschreibung drin, diesen Stift einfach nur an die Seite des iPads heften. Der heftet da ja auch magnetisch und es funktioniert nicht. Was nur geht, ist Folgendes, ich zeige euch das, ich habe das hier gerade mal auf dem, weil ich jetzt gerade mit dem iPad filme, mit dem neuen, mit dem iPad Pro, deswegen kann ich euch das nicht zeigen, habe ich euch mal hier ein Video gemacht von meinem iPhone. Also so sieht es aus. Ihr packt, oder so war es bei mir, ich habe den neu eingerichtet, das iPad, ich packe den Stift dran und siehe da, bomm, kommt oben nur dieses Apple Pencil und 100%. Also mehr ist da nicht passiert. Und das war also für mich natürlich ganz schlimm, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Habe Bluetooth angemacht, wie man das hier auch nochmal sieht, geguckt, und da, wo jetzt Apple Pencil steht, stand gar nichts. Da stand also nichts und ich habe gedacht, meine Güte, was mache ich denn jetzt? Und tja, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe da mal auf die Seite geguckt bei Apple. Da gibt es gar keine großen Informationen. Da steht einfach nur, schalten Sie das iPad aus und schalten Sie es wieder an. Und dann funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Apple Support. Ja, habe ich gedacht, naja, ist der Stift vielleicht kaputt? Soll ich den Apple Support anrufen? Habe ich dann aber nicht gemacht. Sondern ich bin ja ein Fuchs und habe mir gedacht, eventuell ist bei der Konfiguration der Ersteinrichtung von dem iPad was schiefgegangen, denn ich wurde gefragt am Anfang, möchten Sie das iPad von einem anderen vorhandenen Gerät, also die Einstellung von diesen vorhandenen Geräten, übertragen auf dieses iPad? Ich habe mir gedacht, naja, das ist gut, dann habe ich die ganzen Apps und so weiter, die ich mir schon runtergeladen habe, werden dann übertragen und ich muss die nicht alle manuell aus dem App Store wieder zurückladen, wenn das iPad neu eingerichtet ist. Also habe ich das gemacht, stand zur Auswahl, also andere Apple-Geräte, zum Beispiel ein iPhone oder ein anderes iPad. Und ich habe noch ein altes, was heißt alt, es ist auch aus 2018, das 9,7 Zoll iPad habe ich noch, oder es ist aus 2017, glaube ich, also sechste Generation iPad normal, das ganz günstige für 349 Euro, das habe ich auch und habe das gewählt, dieses alte iPad, er soll von dem aus übertragen auf das neue iPad Pro. Und da schätze ich mal, weil auch das alte iPad einen Pencil hat, und zwar aber nicht diesen hier, sondern eben halt einen anderen, der ein bisschen länger ist, ein bisschen größer und glitschiger, dass der da irgendwie was falsch übertragen hat. So nach dem Motto, dieses iPad muss ja eigentlich mit diesem Pencil 1 zusammenarbeiten, aber dann hat sich das iPad gedacht, nee, geht ja gar nicht, weil Pencil 1 kann ich ja gar nicht, weil Apple hat das natürlich auch wieder so wunderschön gemacht, dass der Pencil 1 nur für das iPad, für das iPad Mini, glaube ich, und für die alten iPad Pros gehen, und dass der neue Pencil, der geht nur für das neue iPad Pro und zwar nur für zwei Geräte, einmal für das 11 Zoll und einmal für das 12,9 Zoll. Das heißt also, da hat Apple sich wieder was ganz Tolles ausgedacht, um eben halt auch ein bisschen wieder den Umsatz anzukurbeln, schätze ich mal. Ne? Naja, jedenfalls war das dann das Problem. Dann habe ich nämlich Folgendes gemacht. Ich zeige euch mal das nächste Video. Und ich muss es aber stattdessen zurücksetzen, habe ich gedacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe oben drauf geklickt auf alle Einstellungen zurücksetzen. Dann werden nur sowas wie Passwörter vom WLAN und also mögliche Sachen und Hintergrundbild und so weiter zurückgesetzt. Das ist aber nicht der richtige Punkt, sondern ihr müsst den Punkt darunter wählen. Der heißt, alle Inhalte und Einstellungen löschen. Dann ist das iPad wieder
voll auf dem Stand, dass man es ganz neu einrichten muss. Ist natürlich dann wieder ein unheimlicher Zeitaufwand und alles. Deswegen hat mich das ja auch, wollte ich das auch zuerst nicht machen. Aber ich habe gedacht, was soll ich jetzt machen? Ich brauche ja diesen Stift. Also habe ich das mal gemacht und es ging also alles wieder von vorne los. Und dann habe ich bei der Frage, möchten Sie ein anderes Apple-Gerät benutzen, um dieses iPad einzustellen, habe ich auf manuelle Konfiguration gedrückt. Also nicht mehr irgendwas übernommen. Ich wollte das Risiko gar nicht eingehen. Ich hätte ja jetzt hier das iPhone nehmen können vielleicht. Aber habe ich dann auch nicht gemacht, sondern ich habe einfach manuelle Konfiguration gemacht. Also alles wieder von neuem, was natürlich dazu führte, dass ich alle möglichen Apps, die ich haben wollte auf dem iPad Pro, natürlich jetzt manuell runterladen muss. Aber ich dachte mir, so manche App, die hat mir ja mal irgendwann runtergeladen und benutzt sowieso nicht, könnte das ein ganz gutes Mittel sein, um alte Apps eben halt weg zu deinstallieren und Tabula Rasa zu machen und wirklich nur die zu installieren, die man wirklich braucht. Dann ist das auch schön clean, zumal mein iPad Pro ja nur, weil ich ja wieder nicht so viel ausgeben wollte, nur 64 GB hat. So, jetzt gucke ich auf die Uhr da oben und ich sehe, okay, sind schon wieder 5-6 Minuten. Ja, ich habe übrigens mal geguckt, die Kamera im iPad, die verbraucht 400 Megabyte pro Minute, wenn man in 4K aufzeichnet. Das ist überhaupt nicht viel. Meine Canon-Kamera zum Beispiel, wenn man die in HD filmen lässt, dann sind also 7 Minuten schon, da ist schon 4 GB verbraucht. Also ich nehme mal an, dass das iPad da ganz viel komprimiert und dann das Bild natürlich dadurch auch schlechter wird irgendwie. Aber okay, iPad ist natürlich jetzt auch keine mega Spiegelreflexkamera, mit der man mega Filme machen kann. Was mich jetzt mal interessiert ist, wie der Ton wohl ist. Das werde ich auch gleich beim Verarbeiten des Videos sehen. Aber das ist jetzt mein Tipp gewesen, also falls bei euch der Apple Pencil bei der Ersteinrichtung auch nicht funktioniert, liegt es eventuell daran, dass ihr von einem anderen iPad, das mit einem alten Apple Pencil gekoppelt ist, die Einstellung übernimmt und dann kommt das Gerät durcheinander. Wenn das hier jemand von Apple sehen sollte, ist die Frage, ist das so? Habt ihr das schon rausgefunden? Und wenn ja, könnt ihr das vielleicht fixen, weil das ist wirklich blöd und aufwendig, zeitaufwendig. Und eigentlich sollte ja bei solchen teuren Geräten, man ist ja von Apple gewöhnt, dass da eigentlich immer alles mega funktioniert und ganz schnell. Und dass es wirklich jeder einrichten kann, ohne überhaupt nachdenken zu müssen. Das habt ihr jetzt hier nicht so ganz auf die Kette gekriegt, aber nichtsdestotrotz funktioniert jetzt alles super. Ne? Apple Pencil 2 geht nur fürs iPad Pro 12,9 Zoll und fürs iPad Pro 11 Zoll der dritten Generation. Die dritte Generation, ja, 2018. Nur für die gilt das. Gut, okay, das war's schon. Ich kann mich immer so schlecht trennen irgendwie von den Videos, aber jetzt muss ich das wieder schneiden und dann hochladen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Popiertv.